Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und bei mir ist gestern die Shapebox angekommen und ich würde sagen, wir packen das gute Stück mal aus. Und das geht dieses Mal um das Thema Total Fat Burn. Und ja, da bin ich schon sehr gespannt, was hier drin ist. So sieht es übrigens hier innen drinnen wieder aus. Und die machen wir jetzt einmal auf. Hier haben wir wieder zwei Heftchen, einmal so Premium Shopping mit so Gutscheinen und sowas und einmal die Beschreibung der Artikel wieder. Aber da schauen wir erst später rein. Dann als erstes kommt mir das hier entgegen und das ist hier von Kneipp, das verwöhnende Cremeöl-Peeling. Und das habe ich schon in meiner Sammlung und ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nie verwendet und so viele schwärmen davon. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich das jetzt unbedingt mal ausprobieren sollte. Dann haben wir hier drin von Strong Fitness Cosmetics, schöner Schwitzen und Strong. Das sind so Haargummis, wobei ich solche für den Sport überhaupt nicht mag. Ich nehme immer die Invisibobbles her, die halten gut die Haare weg. Die sind eher Stoff, die sind aus Plastik, das heißt, wenn man schwitzt oder so, ist das egal und sie verknoten die Haare nicht, was ich natürlich extrem gerne mag. Als nächstes haben wir hier einmal so ein Band, weil mir die Farbe überhaupt nicht gefällt, muss ich ehrlich sagen. Weil das hier so ein Orange ist. Und hier hinten hat man hier einmal so einen Stretch-Anteil drin. Ich möchte es mir jetzt nicht aufsetzen. Ist auf jeden Fall so ein Band. Ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Mir gefällt die Farbe nicht. Vielleicht werde ich es trotzdem mal tragen. Mal schauen. So, als nächstes haben wir hier von Lups Frucht und Plus Riegel, Kakao und Mandel mit Protein. Ja, das ist dieses hier, das werde ich meinem Freund weitergeben. Ich mag solche Riegel mit Kakao nicht so gerne, deswegen gebe ich das weiter. Dann haben wir hier ein Tütchen von Body Attack, Power Protein 90 Vanilla Cream. Ich hatte das in der vorletzten Box, glaube ich, mal so ein Proteinpulver und das mische ich mir einfach immer so ein bisschen ins Müsli mit rein, schmeckt ganz gut und ja, als Shake mag ich das Zeug überhaupt nicht und ja, auch ich denke, dafür werde ich das hier auch wieder hernehmen, einfach ins Müsli mit rein, so einen halben Esslöffel, das reicht vollkommen aus, finde ich ganz in Ordnung. So, von Flora Mare ist hier ein Enzymreinigung drin für Gesicht, Hals und Dekolleté. Das sieht so aus. Auch sehr interessant, eine Riesenflasche vor allen Dingen. Werde ich auf jeden Fall mal testen. Schau mal, ob das offen ist. Nee, das ist hier noch zu. Das heißt, es bleibt erstmal zu. Aber wird bei Gelegenheit auf jeden Fall getestet. Von Sebamed haben wir hier ein Produkt drin und zwar eine Pflegelotion mit pflanzlichen Phytosterolen, hautberuhigend, juckreizlindernd, hautglättend für trockene Haut. Und ich denke, das probiere ich heute gleich aus, weil meine Schienenbeine, mein ganzer Körper ist momentan so trocken. Ich weiß überhaupt nicht. Sebamed macht eigentlich echt coole Produkte. Da habe ich mir schon öfters was geholt, gerade für meine trockene Haut. Und ja, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, hat im Endeffekt keinen Duft, was ganz gut ist. Reizt nicht die Haut zusätzlich. Und hier hinten steht drauf, Sebamed trockene Haut, Pflegelotion täglich auch mehrmals mit sanft kreisenden Bewegungen erst an Beinen und Armen von den Zehen bzw. Handgelenken zum Rumpf hin und anschließend am Bauch, Brustrücken und Gesäß auftragen. So wird die Durchblutung der Haut stimuliert. Die Aufnahme der Wirkstoffe erheblich verbessert, der Stoffwechsel der Haut angeregt, die hauteigenen Regenerationsprozesse aktiviert. Ja, wie gesagt, teste ich auf jeden Fall sehr gerne aus. So, dann sind hier noch drei Sachen drin. Nein, vier sehe ich gerade.
Und einmal, also dieses weiße Zeug hier ist extrem staubig, was ich echt uncool finde irgendwie. Okay. Hier haben wir drin auch von Body Attack ein Lipo 100 for Fat Burner Training. Feel the Burn. Und ja, da ist ein Koffeingehalt anscheinend drin. Kalorienarmes Erfrischungsgetränk mit Süßungsmitteln, mit Vitaminen, Koffein, Cholin, L-Carnitin und Pflanzenextrakten. Koffeingehalt 32 Milligramm auf 100 Milliliter. Geschmack Orange Grapefruit. Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Achten Sie unbedingt auf eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Ungeöffnet, kühl und trocken aufbewahrt, mindestens halber bis siehe Aufdruck. Nach dem Öffnen schnell aufbrauchen, vor direkter Wärme- und Lichteinstrahlung schützen. Ja, das ist dieses Teilchen hier. Praktisch auch mit so einem Trinkverschluss. Ja, dann haben wir noch ein Getränk hier drin. Und das ist von Joy Brau. Proteinbier. Okay. Alkoholfreies Bier. Aminosäurenzubereitung mit L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Carnitin, also alles Mögliche. Ein bis maximal drei solche Getränke soll man am Tag zu sich nehmen. So sieht es hier aus. Ja, denke ich, werde ich mir einfach für den Sommer in den Kühlschrank stellen. Da mag ich so alkoholfreies Bier doch ganz gerne. Nachdem man unterwegs war oder so, finde ich eigentlich immer ganz gut. Dann haben wir hier dieses Produkt drin. Und das ist ein Laufgurt, der sich echt gut anfühlt. Der hat doch hier der Reißverschluss, seht ihr das? Der ist halt so wasserdicht praktisch. Was hier auch cool ist, also das ist so ein bisschen ja, wie so Neoprenstoff, würde ich schon fast sagen. Und man hat hier innen drin zwei Fächer. Und ich würde sagen, wir testen jetzt mal, ob mein iPhone hier reinpasst. Ja, passt rein. Passt perfekt rein. Und das Coole ist, dadurch, dass es hier ein zweites Fach hat, kann man hier vorne auch was anderes reintun. Und man zerkratzt sich das Handy nicht zum Beispiel. Finde ich echt cool. Und bei mir ist der Reißverschluss kaputt. Ich glaube, ich... Nee, oder? Nee. Nur falsch zugemacht. Okay, passt. Hier hat man nochmal so eine kleine Tasche. Ah, doch, könnte der Schlüssel ganz gut reinpassen. Und auf der anderen Seite hat man hier so ein... Steht Wassertropfen, vielleicht fürs Getränk. Da braucht man aber, glaube ich, eine extrem kleine Flasche. Also so eine, wie jetzt hier in der Box dabei war, passt hier nicht rein. Oder? Nee. So könnte das Ganze aussehen. Die Flasche ist natürlich hierfür einfach zu groß. Das passt so nicht. Aber vom Prinzip her, wenn man hier so eine kleinere Flasche hätte, dann hätte man ein bisschen was zum Trinken dabei. Gerade für den Sommer ganz interessant eigentlich. Ja, finde ich ein cooles Teil. Ja, gefällt mir. Ja, und dann ist jetzt hier zum Schluss noch ein Blog drin. Meine Fitnesswoche. Da kann man sich eintragen von bis. Mein Wochenziel, einen Haken für erreicht oder nicht. Dann kann man hier Montag reinschreiben, wann man Training macht. Meine Flüssigkeitszufuhr, was man gemacht hat, Jumping Squats, Jumping Jacks, Squats, Crunches, Push-Ups, Planks, Work Outside. Ja, das sieht so aus. Auch sehr interessant. Genau. 3 Liter werden hier empfohlen. Das ist auch hier so abgebildet praktisch. Und da kann man sich immer, wenn man ein Glas getrunken hat, hier sich einmal so ein Abteil ausmalen und sieht dann, ob man genügend getrunken hat oder nicht.
Ja, das war jetzt die Box. Alles im allem finde ich die Box echt cool. Ich glaube, ich bin hier ein bisschen durchgerusht. Ich hoffe, das macht euch nichts. Aber mir gefallen die Produkte echt gut. Und gerade die Bodylotion werde ich heute auf jeden Fall schon ausprobieren. Und ja, die Getränke stelle ich einfach in den Kühlschrank. Die kann man dann so zwischendurch einfach mal trinken. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Box. Beziehungsweise wir können ja mal schnell ins Häkchen reinschauen, ne? Hier. Ich schreibe euch auch wieder hier rein, was der Gesamtwert der Box ist. Das ist natürlich auch immer interessant zu wissen. Weil die Box kostet 29,95. Die kommt alle 2 Monate, glaube ich. Ja. Und hier hinten sind meistens auch nochmal, genau, einfach so Übungen erklärt, was die bringen sollen, was die können. Dann haben wir auch ja, 2-mal das Shape-Magazin, bekommt man kostenlos und 1 Probemonat im Fitnessraum. Und ja, die nächste Box, die Shapebox 3, lautet Ready for Summer. Ja, bin ich auch mal gespannt und ja, freue mich drüber. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir dann auch gleich das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch unten auf den Abonnier-Button. Dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!